Meine sehr verehrten Damen und Herren, während wir hier interessanten und gesitteten Diskussionen lauschen und bald bei Weißwein und Aperol-Gepäck angenehme Kontakte pflegen dürfen, wir wissen es alle, werden nur bloß zwei Flugstunden von hier unschuldige Menschen zu Tausenden brutal getötet und zu Krüppeln geschossen. Werden Wohngebiete und Infrastrukturen zerstört und von einer selbstgezimmerten historischen Mission besessener und grausamer Machthaber zerstört. Nicht nur von Generationen Geschaffenes, sondern auch zur Bewältigung einer lebenswerten Zukunft Notwendiges. Es ist entsetzlich und Sprache vermag kaum auszudrücken, was wir an Abscheu und Empörung, aber auch an Hilflosigkeit, wenn wir ehrlich sind, empfinden. Dass es solches in der Menschheitsgeschichte immer gab, erfuhren wir leicht gelangweilt in wohlgeheizten Schulzimmern oder nahmen es beiläufig im Ausland Teil der NZZ zur Kenntnis, der über Geschehnisse im Kaukasus, am Hindukusch oder in der Sahelzone berichtete. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen, wie Goethe es ausgedrückt hat. Aber jetzt erschrecken wir, weil unvermittelt Kriegslärm bis an unsere Haustüren dringt. Eine Zeitwende ist es meiner Meinung nach nicht, aber es ist eine schockartige Neubewertung der Zeiten. Nicht, dass wir nicht hätten wissen können, dass solches droht. Putin hat in Tschetschenien, in Syrien und auf der Krim geübt und aus seiner Einstellung nie einen Hehl gemacht. Aber wir wollten die Zeichen nicht sehen, weil hätten wir sie ernst genommen, einige politisch unangenehme Aufgaben hätten an die Hand genommen werden müssen. Wir konzentrierten unseren permanenten Empörungspegel lieber auf kurze Papi-Zeiten, Gendersternchen oder zu mickrige Entschädigungen bei Flugverspätungen, während sich der 1989 verkündete Siegeszug der Demokratie fast unmerklich in sein Gegenteil zu verkehren begann. Die meisten von uns, auch ich, sind drei Irrtümern unterlegen. Erstens glaubten wir seinerzeit nur zu gerne Fukuyamas Narrativ vom Ende der Geschichte. Zweitens stellte sich die These als falsch heraus, wonach wirtschaftliche Verflechtung den Frieden immer sichere. Und drittens führten mehr Bildung und Welterfahrung durch Globalisierung nicht zwingend dazu, dass alle Menschen sich nach mehr politischer Mitbestimmung sehnen. Putin entfacht einen furchtbaren Krieg. Xi Jinping zieht die Repressionsschraube ohne spürbaren Widerstand in seinem Volk systematisch an. Und die dank Kapitalismus erfolgreiche Autokratie wird zum Vorbild für taumelnde, defekte Demokratien. Und doch die anschwellenden Flüchtlingsströme zieht es nicht nach Russland oder China, sondern in die westlichen Demokratien. Und die Ukrainer verteidigen ihre junge, noch verletzliche, noch nicht perfekte Demokratie mit einem Mut, den wir nur bewundern können. Uns im Westen wird plötzlich der Wert, aber auch die Fragilität von Demokratie und Rechtsstaat wieder bewusst und das Zusammenstehen der westlichen Demokratien in diesem Krieg ist eindrücklich. Niemand weiß, wie es enden wird. Francis Fukuyama denkt, Russland werde den Krieg verlieren und damit der Demokratie zu einem Revival verhelfen. Neil Ferguson befürchtet, Inflation, Benzinpreise und Flüchtlingsströme könnten die so schöne Harmonie des Westens rasch erodieren lassen und damit Potentaten im Nahen und Fernen Osten ermutigen, ihrerseits neue Feuer zu entfachen. Mir sind in meinem Leben schon einige Fehlprognosen unterlaufen, sodass ich hier eine weitere vermeiden will. Aber eines, finde ich, sei sicher. Wir befinden uns in einer epochalen Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Despotismus, Rechtsstaat und Willkür, Freiheit und Zwang, Recht und Macht. Wir alle, die auf der Seite von Demokratie und Rechtsstaat stehen, sind gefordert, auch wir Schweizerinnen und Schweizer. Neutralität kann es in dieser schicksalhaften Auseinandersetzung, die über Jahrzehnte möglicherweise bestimmend sein werden, nicht geben. Wir wollen aber jener gedenken und uns vor ihnen verneigen und jetzt gerade auch für unsere Werte kämpfen. Aber unser Mitgefühl gilt auch jenem Volk, dessen Söhne im Kampf sterben, dessen Zweck sie nicht verstehen und das wegen der systematischen Irreführung durch einen korrupten und größenwahnsinnigen Machtzirkel wohl gar nicht realisiert, dass dieser Krieg die eigene Entwicklung sogar im Falle eines Sieges um Jahrzehnte zurückwerfen wird. Aber jetzt zum heutigen Anlass. Wir Menschen pflegen Geburtstage, die durch 10 teilbar sind, als Jubiläen zu feiern. Hurra dem Dezimalsystem!
Das UBS Center for Economics and Society wird diesen Monat 10 Jahre alt. In diesen traurigen Zeiten wäre es unangemessen, für dieses noch bescheidene Jubiläum zu viel Champagner zu vergeuden. Aber das Center hat sich derart erfreulich entwickelt, dass wir trotzdem am heutigen Anlass daran erinnern wollen. Im Grunde ist das Center eine Art Kollateralnutzen einer Krise, der UBS-Krise während der Finanzkrise. Sie erinnern sich daran. Die UBS geriet ins Taumeln und musste von Bund und Nationalbank mit einem horrenden zweistelligen Milliardenbetrag gestützt werden. Oswald Grübel als CEO und ich als Chairman wurden auf dem Höhepunkt der Krise als eine Art Himmelfahrtskommando an die Spitze der Bank berufen. Aber dank eines hochmotivierten und hart arbeitenden Teams gelang es trotz immer wieder neu auftauchenden Schwierigkeiten, neuen Rückschlägen, das wollte nie enden, gelang es trotzdem, unsere damaligen Hauptziele in 3 Jahren zu erreichen. Die Rückzahlung der öffentlichen Hilfe mit einem schönen Profit für Bund und Nationalbank, der Aufbau einer damals schon sehr und überdurchschnittlich soliden Kapitaldecke, die Rückgewinnung von Kundenvertrauen und Profitabilität, entwurf einer neuen Strategie sowie die Implementierung einer neuen Führungsgeneration, die, wie Sie wissen, in den letzten Jahren sich hervorragend bewährt hat. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Bank beschlossen mit der Schaffung des UBS Centers symbolisch die Dankbarkeit für die öffentliche Unterstützung der UBS auszudrücken. Mit diesem von Ernst Fehr konzipierten Institut wollten wir eine Investition in den Denk- und Wirtschaftsstandort Schweiz mit Langzeitwirkung finanzieren, die bewusst nicht für einen Nutzen für die Bank selber konzipiert war, sondern für den Standort Schweiz. Eine Investition sozusagen in die grauen Zellen, den einzigen Rohstoff, wie wir wissen, unseres Landes. Und deshalb legten wir von Anfang an so großen Wert auf unbedingte und wasserdichte Forschungsfreiheit. Wir waren uns damals aber auch bewusst, dass eine Investition von nicht weniger als 125 Millionen ohne direkten Nutzen für das Unternehmen selber aus Sicht der Aktionäre nicht unproblematisch ist. Wir hielten aber eine nicht zwingende Geste der Dankbarkeit gegenüber den Steuerzahlenden deshalb für angemessen, weil ohne ihre Unterstützung dieselben Aktionäre wahrscheinlich alles verloren hätten. Es wurde damals auch kritisiert, dass wir den großen Betrag allein in die Universität Zürich investierten. Gerade auch in Luzern, als Luzerner habe ich natürlich einige Kritik daran gehört. Ich habe für diese Kritik Verständnis, sie taucht auch jetzt noch hin und wieder aus. Die typisch helvetische Lösung wäre eine Verteilung auf verschiedene Universitäten und in verschiedene Regionen gewesen. Das hätte uns zwar Applaus eingetragen, hätte aber die Wirkung der Investition derart verwässert, dass sie ihre Wirkung wahrscheinlich nicht hätte erreichen können, weil die zersplitterte Spende unterkritisch geblieben wäre. Nur als Cluster konnte sie genügend Wirkung und Strahlkraft entwickeln und der Schweiz als Ganzer zu dienen. Ich glaube, dass der Erfolg des Centers das auch bestätigt. Ich möchte mit ein paar Stichworten noch kurz skizzieren, was Ernst Fehr mit seinem Team in den 10 Jahren erreicht hat. Es ist beträchtlich und es findet international auch Beachtung. Wie so üblich in unserem Lande, international immer ein bisschen mehr als in der Schweiz selber. Aber daran gewöhnt man sich als Bundesrat sehr rasch. Es wurden 7 unbefristete Stiftungsprofessuren geschaffen, eine 8. ist in Vorbereitung, 10 Professoren sind am Center affiliiert, sie alle betreiben Spitzenforschung, ökonomische. In hochkarätig besetzten wissenschaftlichen Seminarien werden Forschungsergebnisse diskutiert, hinterfragt, auch kritisiert. Öffentliche größere Veranstaltungen wie die heutige, öffentliche Keynotes von Nobelpreisträgern, Publikationen zu wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich relevanten Problemen sowie Informationen ökonomisch über digitale Kanäle transferieren relevantes Wissen in allgemeinverständlicher Form in die interessierte Öffentlichkeit. Mit Vollzeitstipendien für talentierte Doktoranden fördern wir den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das Center kann auch vom Wissen und von den Erfahrungen eines aus 24 renommierten Wissenschaften bestehenden Beirates profitieren, dem nicht weniger als 7 Nobelpreisträger angehören. Eine Nobelpreisträgerin auch, leider nur eine, aber immerhin eine. Bei den Ökonomen sind die ja nicht so übervertreten. Und gemäß anerkannten Ratings gehört das Department nun weltweit zu den besten volkswirtschaftlichen Departments, eben auch dank dieses Schubs, den das UBS-Center hat verleihen können,
zu den 20 Besten weltweit, europaweit zu den 3 Besten und in Kontinentaleuropa ist er schlicht das Beste. Ich möchte für diese in harter Arbeit errungenen Positionen dem ganzen Team herzlich danken, aber auch den Verantwortlichen der Universität für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Besonders danken möchte ich Ernst Fehr. Gemäß Ökonomenrating der NZZ ist er seit einigen Jahren unangefochten der einflussreichste Ökonom in allen deutschsprachigen Ländern und dies allein aufgrund seiner hervorragenden Forschertätigkeit ohne jede Konzession an die modischen Methoden zur Selbstvermarktung, die auch in der Wissenschaft ja nicht völlig fremd sind, nicht nur in der Politik. Wenn er mich vor 10 Jahren nicht überzeugt hätte, gäbe es das Center wahrscheinlich nicht. Jetzt möchte ich aber zu unserem Tagungsthema überleiten. Gestanden Sie mir als einfachen Bürger, der das alles mit Sorgen ein bisschen verfolgt, dazu ein paar einleitende Bemerkungen. In einer komplizierten Welt, die sich mit atemberaubender Geschwindigkeit verändert, geht es der Schweiz trotz des permanenten politischen Hintergrundlärms der Berufsempörten noch immer hervorragend. Ob Lebensstandard, Lebenserwartung, soziale Ausgeglichenheit, auch diese, demokratische Mitspracherechte, makroökonomische Kennziffern, Standortqualität und so weiter, in allen diesen Bereichen marschiert sie in der Spitzengruppe. Und das ist das Resultat einer bisher freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, aber wir dürfen auch das nicht vergessen, der harten Arbeit von Generationen. Und ein bisschen Zufall ist ja meistens immer auch dabei. Aber die Geschichte lehrt uns, dass Besitzstände auf dieser Welt nie gesichert sind. Eine kleine, weltoffene Exportnation wie die Schweiz kann ihren überdurchschnittlichen Wohlstand nur erhalten, wenn sie besser als andere ist und sie immer wieder neu zu erfinden weiß, immer wieder anzupassen versteht. Und einiges deutet darauf hin, dass die Schweiz vor Herausforderungen steht, die von breiten Kreisen massiv unterschätzt werden. Und dies schon unabhängig vom aktuellen Krieg. Wachsender Protektionismus sowie die Entstehung regionaler Freihandelsräume zulasten multilateraler Handelsregeln erhöhen für den unabhängigen, exportorientierten Kleinstaat das Risiko, zwischen Stuhl und Bank zu fallen. Die Auseinandersetzungen zwischen USA und China erschweren es, außenwirtschaftlich gleichzeitig auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Und die größten Wirtschaftsnationen, die sich in vielen Fragen spinnefeind sind, tun sich zusammen, um lästigen kleinen Konkurrenten ihre komparativen Vorteile zu beschneiden. Stichwort Steuerharmonisierung. Und unser hindernisfreier Zugang zum wichtigsten Kunden der EU ist nicht mehr gesichert. Und innenpolitisch harren zentrale Fragen einer nachhaltigen Lösung, etwa die Altersvorsorge, die Stromversorgung oder eben die Beziehung zur EU. Und die Finanzdisziplin, ein wichtiger und gerade in der letzten Krise bewährter Erfolgsfaktor, wird zunehmend als lästig empfunden. Politische Polarisierung führt bei jedem Reformvorschlag zunächst zu einem Aufschrei und nachher zu erbittertem Widerstand. Und weil es uns so lange schon so gut geht, wird der Wohlstand zunehmend als gottgegeben wahrgenommen. Und als ob das alles noch nicht genügte, wird uns der Ukraine-Krieg wahrscheinlich längerfristig vor Herausforderungen stellen, deren Ausmaß wir noch gar nicht ermessen können. Es ist deshalb Zeit, den Reformstau aufzubrechen, vom politischen Kleinkramgezänk zu wirklichen politischen Arbeiten in den wichtigen Bereichen aufzubrechen, wenn die Schweiz ihre Zukunftsfähigkeit nicht schleichend gefährden will. Es gibt also reichlich Diskussionsstoff zum heutigen Thema. Ich möchte Ihnen allen jetzt auch meinerseits und im Namen der Stiftung und des Centers für Ihr Interesse und Ihr Kommen danken. Danken möchte ich im Namen des Centers vor allem allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Gesprächen. Namentlich will ich stellvertretend für alle nur die beiden Hauptspeaker erwähnen, Professor Gérard Rolland und Bundesrat Guy Parmelin. Herr Bundesrat Parmelin wird erst am Abend zu uns stoßen. Wir freuen uns sehr, dass er als Verantwortlicher für Bildung, Forschung und Wirtschaft Zeit für uns findet. Es ist nicht selbstverständlich, nachdem er auch als Sanktionsminister derzeit besonders gefordert ist. J'aimerais maintenant vous présenter Gérard Rolland, professeur d'économie et de sciences politiques à l'Université de Californie à Berkeley. Gérard Rolland est devenu l'un des chercheurs les plus réputés et les plus influents au monde dans le domaine de l'économie de la transition et plus généralement de la nouvelle économie du développement. Ses travaux ont été publiés dans les plus importantes revues et son livre « Transition and Economics » est largement utilisé dans les programmes avancés de nos universités. Aujourd'hui, nous avons la chance d'écouter sa conférence sur le thème « Empires, Nation States and Democracies, the Past and Future of the International Order ».
Cher Roland, nous sommes très impatients de vous entendre. Je vous cède la parole und eröffne damit unsere Tagung. Ich danke Ihnen.